und mächtig Platz auf dem Eis. Ja, 5 Minuten Overtime, 3 gegen 3 wird gespielt. Jetzt toller Pass! Kühnel macht das! Und das Tor! Es hat nicht lange gedauert! Wir sehen es gleich in der Zeitlupe. Wendell, gut gesehen, aber Arnusch kann den Pass nicht annehmen. Aber trotzdem, die Gäste im Scheiben sind weiter. Quenville, und der sitzt! Quenville behauptet sich, Baxmann, Hanusch. Tor! Was für ein Strahl von... Wow. Leider muss man. Jetzt die Füchse. Denn schnell geht 2 auf 1 Situation. Kühnwill! Tor! Gut nochmal mit dem langen Schläger dann dazwischen. Das wäre wieder eine gute Möglichkeit für die Eispiraten. Aber die Füchse. Erneut die Füchse. Und was für ein Tor! Jetzt vielleicht Peter Quenville. Jawohl! Das nächste Breakaway. Diesmal ist es Peter Quenville. Quenville alleine verpetzelt. Und der zweite Shorthander in dieser Partie, die Lausitz. Quenville. Breitkreuz. Natürlich die Kanadier auf dem Eis. Zusammen mit Hanusch. Quenville. Quenville schießt selbst und dann ist... dann auch meistens vielleicht auch mal sogar ein Zeichen für die eigene Mannschaft. Jetzt die Füchse wieder. Na, und das komm. Peter Quenville zum Anschluss. Müssen sie jetzt irgendwo auf alle Fälle, die Füchse müssen nur das Bulli gewinnen und das ist natürlich, gibt es ein eigenes Tor! Das habe ich geschossen worden. Jetzt gleich die Füchse. Ja, gut geblockt von Lemmers, den es dort den Schläger zerlegt hat. Und das 1-0! Durch Peter Quenville. Das ist jetzt ein Tick zu viel. Hätte es vielleicht alleine probieren sollen. Immer noch Garland. Exzellenter Techniker an der Scheibe. Peter Quenville mit dem Schuss. Und Tor! Quenville erneut an der Scheibe. Garland. Und wieder erneut weiß zur Stelle. Und das Tor! Jetzt hat er sich ausgeguckt. Rettmann kommt. Garland. Immer noch Garland. Vorsicht, Garland. Gut gemacht, Garland. Tor. Tor! Peter Quenville entscheidet dieses Spiel hier auf vorne. Nochmal Quenville. Versuchen jetzt bei 4 gegen 4 ein kleines Powerplay aufzuziehen und sie treffen. Schiemüller, der auch direkt in den Slot fährt. Füchse haben den Scheinbesitz, hat der Garland. Ricky Chalo probiert, 2-3 Mal und dann ist er da, der Anschlusstreffer. Laufen, Pass von Wandtuch in Richtung von Akar, kommt nicht an und auf der anderen Seite 2, die 1, Möglichkeit 6, vielleicht der Pass von den Lausitzer Füchsen. Gegen den Keeper der Eispiraten, weil er da quasi hinter der Torlinie außerhalb des Trapezes war. 3-2 jetzt, wenn es schnell geht. Quenville und Tor! Und da ist er drin! Durch die Beine. 4-1. Hager, gemeinsam jetzt das aus, aber nächste Unsicherheit, nächste Chance. Quenville, und jetzt macht er ihn rein. Jetzt macht er Verlängerung beim Penaltyschießen. Ach egal, Quenville zum zweiten. Hat schon getroffen im Penaltyschießen beim Spiel und trifft schon wieder Peter Quenville. Weitergeleitet. Aber Scheibe bleibt drin. Der Schuss von Stevie Hanusch. Und da das Tor! Und Quenville holt sich. Garland. Und auch die Scheibe, jetzt Tor. Ist sie im Tor. Quenville. Und wir die drei, wir die ersten. Sehr gutes Zuspiel von Hunter Garland.
durch die Scheibe hin haben und eingelegt, keine Chance für Charbonnet. Durch die Mäkitalo sieht Quenville vor dem Tor. Wunderschöner Treffer von Peter Quenville. Ja, ja, Nackelpack. Aber wieder was für ein Pass von Garland hinten raus auf Quenville. Der hätte noch ein Füchsespiel auf der anderen Seite gehabt zum Pass, aber er nutzt die Chance. Oh, Kuhn ist auch so ein bisschen der Füchse, aber man hat es gemerkt, Quenville hat dreimal den Schuss versucht. Ja, und das braucht und dann. Ja, das war auch wieder ein mordsmäßiger Hammer. Hier sehen wir es nochmal von aus der Hintertorperspektive. Erste Treffer. Drei Tore in nicht mal zwei Minuten. Super Querpass, aber der ist gestern auch zu fahrlässig im Backcheck. Quenville 1-3, 3-1, da ist der Treffer. Agierenden Füchsen. Und Hunter Garland, wenn ich es richtig sehe. Ja, und jetzt Peter Quenville. Die Scheibe ist drin. Und vor allem bräuchten die Tölzer in den verbleibenden 24 Minuten. Peter Quenville nimmt mir die Butter vom Brot. 7-2.